Hallo, ich bin Gerrit, ich bin einer der Gründer von Miniatur Wunderland und wir befinden uns jetzt hier in unserem großen Schweizabschnitt. Wir haben hier im Miniatur Wunderland annähernd 1300 Züge, wir haben zigtausend Autos, davon fahren 300, wir haben 60 Flugzeuge und wir haben verschiedene Länder. Wir haben angefangen mit Deutschland, dann sind wir weitergegangen nach USA, Skandinavien, Dänemark, Norwegen, Schweden, ein Teil von Finnland, sind dann weiter hier über die Schweiz, einem großen Flughafen, jetzt nach Italien gewandert und aktuell bauen wir an Venedig und demnächst kommt Monaco und Frankreich dran. Venedig hat fast 2 Jahre gedauert zu bauen. Und wir haben ganz viele Sehenswürdigkeiten von Venedig uns natürlich genommen. Wir haben hier die Rialto Bridge, wir haben hier den Markusplatz, wir haben Karneval in Venedig dort hinten. Und wir haben wirklich versucht, diese bombastischen Sehenswürdigkeiten von Venedig und diese Vielfalt auf diesen paar Quadratmetern darzustellen. Something I really like is in Venice right now, like the artworks from the Venice Biennale. It's really detailed in contrast to everything we did before. It's already detailed, but right now there's like every little corner is really, really carved out to be 100% like Venice. Also die schwierigste Region für uns zu bauen hier war modellbautechnisch, war es Venedig, weil da wirklich jedes im Detail nachgebaut werden muss. Und technisch war es der Flughafen, weil die Flugzeuge zum Starten und Landen zu bringen und diesen ganzen Verkehr auf dem Vorfeld so realistisch hinzubekommen, war 5 Jahre lang eine große Herausforderung. When I want to take a look at the layout, I really prefer the airport. It's amazing to see how the airplanes get in the air, how everything is working, and that's the place where I spend the most of the time. The airport is one of those complicated systems we have. It's basically steered from 3 computers, so there's a lot of technic stuff behind it. As long as everything is working fine, they are arriving on time. That's basically the main part of it. Knuffing ist die größte Ladestation, die wir haben im Miniaturwunderland, weil die Ladestation hier lädt die Autos vom Airport sowie auch von Knuffing. Es ist so, dass die Autos immer selbstständig in die Ladestation fahren. Das System erkennt quasi, ein Auto wird langsamer, weil der Akku zum Beispiel schwächer wird und dann müsste ich es in die Ladestation schicken. Miniatur Wunderland in Hamburg, Germany holds the Guinness World Records title for largest model train set with a total track length of 15,400 meters. Wir haben als Kinder viel mit der Modelleisenbahn gespielt, aber wir haben eigentlich erst auf dem Fußboden aufgebaut, dann Unfälle gebaut und dann hat unsere Mutter gesagt, wir sollen es wieder abreißen. Und dann irgendwann verschwand dieses Hobby, aber es schlummerte anscheinend noch in uns drin, denn irgendwann kam die Idee wieder hoch und dann waren wir sofort infiziert von der Idee, loszulegen mit dem Deutschlandabschnitt und die größte Modelleisenbahn der Welt zu bauen. To celebrate their Guinness World Records title for largest model train set, Miniatur Wunderland has created a figurine adjudicator to celebrate their large record in a small way.